Scott, gratuliere am Schluss zum Punktgewinn gegen St. Gallen. Wie fühlt sich das an? Ist es ein Punktgewinn oder sind es eben auch die zwei Verlorenen? Nein, das sind ganz klar die zwei verlorenen Punkte. Du weißt, die Hei sind wir gut, sind wir stark und wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und, nach letztem Wochenende haben wir unbedingt eine Reaktion zeigen. Ich glaube, von der Einstellung her und auch spielerisch her haben wir das gezeigt. Wir haben über das ganze Spiel mehr oder weniger das Spiel im Griff gehabt und einfach vielleicht 10-15 Minuten, die uns schlussendlich den Punkt gekostet haben. Du sagst es dort die 5 Minuten rund um die 60. herum, wo man das Spiel zwischenzeitlich ein bisschen aus der Hand gegeben hat. Kannst du dir das schon erklären, jetzt im Rückblick? Was ist denn passiert? Ja, also in der ersten Halbzeit haben wir auch vielleicht 5 oder 10 Minuten gehabt, wo wir ein bisschen den Griff verloren haben. In der zweiten Halbzeit sind glaube 2-3 Minuten, wo sie 2 Goal geschossen haben. Das ist etwas, was wir schon mal besprochen haben, glaube in der Vorrunde oder sogar letzte Saison, wo wir nach dem ersten Goal immer wieder sofort das zweite Goal bekommen haben. Das war letztes Wochenende auch so gewesen und heute wieder. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Vor allem, das sind 2 Goal, die absolut vermeidbar sind durch eigene Fehler. Und es fehlt, glaube ich, der letzte Konzentration und einfach die Konsequenz, zum alles machen, dass man den Goal verhindert. Und das hat uns wieder eben das eingekostet. Gerade nach den 2 Gegengoal hat man so 15 Minuten gehabt, wo man gespürt hat, jetzt müsst ihr euch zuerst wieder sammeln. Wie schwierig ist das dort auch mental, dass man nicht in gleich Film kommt, sage ich jetzt mal, wie vor einer Woche, wo eben genau dann der Match dann gekippt ist und man ihn nicht mehr können drehen? Ja, das ist natürlich eine Kopfsache. Und ich glaube, letztes Wochenende war sicher eine Lektion gewesen. Darum sind wir sehr konzentriert gewesen, nachdem dass wir in die Führung gegangen sind. Oder wir wussten, wie schnell das kann gehen. Aber auf dem Platz hatte ich nie Angst gehabt, dass wir das Spiel verlieren. Also ich wusste, dass wir wieder kommen, dass wir wieder Druck machen. Wir haben unglaublich viel investiert heute, also viel gelaufen. Wir sind viel vor dem gegnerischen Goal gewesen, viel aufs Goal geschossen, viel geflankt. Ich habe allein etwa 7-8 Flanken geschlagen heute. Und es ist, wir haben unsere Chance gehabt. Und schlussendlich ist es sehr enttäuschend und ärgerlich, dass wir nicht 3 Punkte geholt haben. Eine kleine, schöne Geschichte hat es dann gleich noch gegeben mit dem Roger Assale, der heute seinen ersten Einsatz hat gemacht und prompt noch den Punkt gerettet hat. Darum, ein bisschen lächeln kann man gleich über den Punkt gewinnen. Ja, für ihn ist sicher schön, für uns auch, dass er reinkommt und sofort etwas kann bewegen kann. Er ist ein guter Spieler, das sieht man im Training. Er ist sehr, sehr, sehr schnell, er ist sehr wendig. Und ich glaube, für die Verteidigung, wenn ich ein bisschen müde bin, in der 70. Minute nach und so einer rein, ist es ein Horror. Also ich weiß es auch selber, wenn so einer gegen mich reinkommt. Aber ich hoffe, dass es so weitergeht, dass er seinen Weg macht. Und natürlich ist es nicht so einfach, zuerst mal in Europa. Aber die Mannschaft sind super, was das anbelangt. Und er fühlt sich, glaube ich, schon recht gut integriert. Also dann wünschen wir ihm weiterhin eine gute Integration und euch gute Aufarbeitung. Und bis nächste Woche gegen GC. Danke, merci vielmals.